Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Juni ist die Adidas AG und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 1. Juni 2012. Die Adidas AG mit Sitz in Herzogenaurach wurde am 18. August 1949 gegründet. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 13,34 Milliarden Euro, davon 6,27 Milliarden durch den Verkauf von Schuhen, 5,73 Milliarden Euro durch Bekleidung und 1,34 Milliarden durch Zubehör. An den 7 Hauptstandorten des Unternehmens und weiteren kleineren Niederlassungen sind insgesamt 46.824 Mitarbeiter beschäftigt. Der Börsengang erfolgte 1995. Am 22. Juni 1998 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen und ist seitdem ununterbrochen im wichtigsten deutschen Aktienindex vertreten. Derzeit gibt es 209.216.186 Stück Aktien. Deutsche Investoren haben daran einen Anteil von etwa 10%. Anleger aus dem restlichen Europa besitzen 44% und aus Nordamerika 28%. Das Allzeithoch der Aktie lag am 2. Mai 2012 bei 63,16 Euro. Auf den tiefsten Stand von 8,97 Euro fiel sie am 18. Dezember 1995. Der größte Anstieg auf Tagesbasis konnte am 16. März 2000 mit 13,7% verzeichnet werden, während der größte Verlust in Höhe von 14,5% am 18. Februar 2000 eintrat. Derzeit können Anleger aus etwa 10.450 strukturierten Produkten mit dem Basiswert Adidas AG ein geeignetes Produkt auswählen. Je nach Markterwartung und Risikoneigung stehen hierfür ca. 5.380 Anlageprodukte und 5.070 Hebelprodukte zur Verfügung. Somit ist die Adidas AG einer der beliebtesten Basiswerte der Sportartikelbranche. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des Deutschen Derivateverbands, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.